du bekommst sie. Die letzte Münze. Ich habe Angst. Das wichtigste Werkzeug neben Blöffen und Wissen im Finale. Wo kommen wir her? Oh nein! Oh! Danke, danke, danke! Oh, Vorsicht! Nicht mehr retten! Das ist eine sehr weirde Idee von dir, aber irgendwie gut. Yeah, das war Gewinnstufe 3 und damit ist klar, jetzt muss ich ran. Nur ich gegen Joko. Zuallererst will ich nochmal Danke sagen an, und ich hoffe, meine Familie nimmt es mir nicht übel, aber ans Team. Weil ich wurde hier die ganze Zeit durch die Woche irgendwie begleitet von nur netten Menschen und ihr habt mich in eure Showfamilie aufgenommen. Ich durfte die moderieren und vielleicht darf ich das nächste Woche nicht mehr, dann sehe ich euch nicht wieder, aber ich habe mich einfach wahnsinnig gefreut, hier sein zu dürfen, diese Show zu moderieren. Ich hoffe, das war in Ordnung, wie ich es gemacht habe. Sehr hervorragend gemacht. Danke auch an meine Familie, die vor und hinter der Kamera sitzt. Dankeschön und danke ans Publikum, weil ihr habt mich hier durch den Tag gebracht. Danke. Ein Applaus, würde ich sagen. Oh. Oh, das mag ich. Ich glaube, man kann auch dir kurz Danke sagen. Du warst sehr, sehr angenehm. Man kann immer nur so nett sein wie die Menschen, die einem gegenüberstehen. Ich glaube, das kann ich im Namen des Teams zurückgeben. Das hast du hervorragend nicht nur heute gemacht, sondern auch zwischenmenschlich, kollegial, in der Art und Weise, wie du verstanden hast, wie man hier ist und wie man wirklich hart dafür arbeitet. Das hast du getan. Ich habe dich gestern Abend noch um, ich glaube, 23:30 angerufen. Da hast du noch gedreht, wo ich dachte, oh, ich bin schon im Hotel. aber an der Stelle von uns allen ein Riesendank, dass du das gemacht hast. Ich war sehr, sehr enttäuscht, dass ich zum zweiten Mal verliere. Logischerweise, aber ich habe mich sehr, sehr gefreut zu sehen, wie du das heute gemacht hast. Danke dir. Vielen Dank. So, ich habe genug moderiert. Ich rette jetzt meinen neuen Job. Hier ist die Moderatorin fürs Finale. Hier ist Katrin Bauerfeind. Ich habe das Gefühl, ich lebe in der Zeitschleife. Ja, das Gefühl habe ich auch nur ganz kurz, wie aufgeregt ich bin. Ich habe gerade die Münze genommen und da reingestellt. Okay. So angespannt bin ich. Svenrik, wie ist bei dir? Hättest du Bock, nochmal zu moderieren oder sagst du, einmal ist schön gewesen, aber... Kann ja nur besser werden, oder? Also, ich würde es auch nochmal machen. Okay. Ja. Oh Gott. Aber du hast das erste Mal moderiert. Ja. Ich muss sagen, ich habe schon Leute gesehen, die es beim ersten Mal sehr viel schlechter gemacht haben als du. Also ich zum Beispiel. Dankeschön. Danke. Auf jeden Fall. Okay, ich stelle euch Fragen, ihr antwortet. Dann schauen wir bei dir, Joko, was du geantwortet hast. Wenn es richtig ist, gibt es einen Punkt. Dann gehen wir zu Svenrik. Da gucken wir nicht, was er geantwortet hat. Er kriegt einfach immer einen Punkt. Du kannst ihn nur stoppen, indem du ihn mit einer falschen Antwort erwischst. Dazu braucht es, wie du weißt, Bauchgefühl, Menschenkenntnis, vielleicht ein bisschen Glück, weil du den Svenrik nicht so gut kennst. Aber du hast drei Münzen, die setzt du immer dann, wenn du denkst, er hat das Falsche aufgeschrieben. Dann schauen wir auch bei ihm. Wenn es tatsächlich falsch ist, was da steht, kriegt Svenrik den Punkt nicht, aber du behältst die Münze und spielst mit ihr weiter. Und wenn da doch das Richtige steht, das heißt, du lagst falsch, geht die Münze an mich. Wenn du keine Münzen mehr hast, ist das Finale sofort vorbei. Wer zuerst 5 Punkte hat, moderiert hier nächste Woche die Show. Dann habe ich mir das bei dir abgeguckt, Svenrik, einfach mal. Gibt es noch Nachfragen? Jetzt geht's los, das Finale. Ihr seid bereit. Jetzt bin ich auch nervös. Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens und wie heißt der 5. Bezirk von New York City?
Das ist die Frage. Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens. Die vier sage ich euch. Ich brauche den 5. Bezirk von New York City. Wie heißt der? Ich beobachte dich nur. Ich dich auch. Angetäuscht. Wie fühlt es sich auf der Seite an, Svenrik? Ist es schöner oder macht es keinen Unterschied? Doch, total. Ich bin mega aufgeregt und jetzt ging es sehr schnell. Ja, du stehst auch unter Beobachtung. Ja. Vergiss das nicht. Joko hat dich im Blick. Aber ihr habt beide was aufgeschrieben, das heißt, ich kann schon auflösen. Gut? Gut. Joko, deine Antwort, der 5. Bezirk von New York, den ich suche, der heißt? Staten Island. Ja, das ist richtig. Staten Island. Staten heißt es? Staten Island. Ich habe immer Staten Island gelesen. Ist mir egal. Ja, Staten Island, Staten Island. Egal, es ist der 5. Bezirk von New York. Jetzt ist die Frage, du hast ordentlich rüber geguckt, so dolle, dass du nicht geguckt hast, wie du selber aufgeschrieben hast, um ihn im Blick zu haben. Ja, ich habe nur das Ende gesehen. Was Ende? Nee, das ist mir zu riskant. Das ist, also, ist mir egal, das ist mir zu riskant, ist mir zu früh. Das heißt, er wird es schon richtig haben, wir geben ihm den Punkt. Er zieht nach? Er zieht nach. Okay, Svenrik zieht nach und bekommt einen Punkt. So einfach. Ja, das ist der Vorteil auf der Seite. Wusstest du es? Nö, vielleicht habe ich ja richtig geraten. Okay, er sagt uns einfach nicht, nur Sie zu Hause wissen, ob er richtig geantwortet hat oder nicht. Und hier steht es 1-1. Die nächste Frage ist, welcher Drink bescherte Nina Chuba als Songtitel im letzten Sommer einen Nummer-1-Hit in den deutschen Charts? Aperol Spritz, Aperol Spritz, Manhattan, Cuba Libre, keine Ahnung. Es geht um einen Drink. Songtitel im letzten Sommer Nummer-1-Hit in den deutschen Charts. Musik kann ich. Kannst du? Kannst du schreiben? Letzte Sendung. Kein Punkt gemacht. Gar nichts. Ich weiß nicht, ob du das sagen solltest, Henrik. Es sei denn, du meinst es ironisch. Warte nicht. Okay. Du weißt es nicht. Ich glaube, ihr habt es verstanden. Aber wenn du es wirklich nicht weißt, darfst du es nicht sagen, weil dann weiß Joko ja, dass du es nicht weißt. Du weißt. Ich weiß. Svenrik, was machst du denn da? Nichts. Ich habe ausnahmsweise mal geguckt. Hä? Hat er was geschrieben oder hat er nichts geschrieben? Darf ich nicht sagen. Ah, fuck, warum guckst du denn nicht hin, du Idiot? Hast du nicht hingeguckt? Na, ich habe selber geschrieben schnell, aber weil er noch so rätselnd war. In der Geschwindigkeit kann er aber doch niemals dieses riesenlange Wort geschrieben haben. Das ist die Frage. Aber du hast was aufgeschrieben? Also ich habe geschrieben Wildberry Lillet. Ah, okay. Joko antwortet schon mal ein Drink, der als Songtitel im letzten Sommer eine Nummer 1 in den deutschen Charts hatte. Und du sagst Wildberry Lillet. Wildberry Lillet. Das war sehr deutlich und richtig. Oh. Kennst du den Song nicht? Ich mag den Drink auch nicht, das ist mir zu süß. Das ist schon mal gut, du hast einen Punkt. Die Frage ist, zieht Svenrik nach oder möchtest du eine Münze setzen, weil du glaubst, er hat da vielleicht das Falsche stehen? Er hat aufgeschrieben in der Zeit, in der du offensichtlich gerade nicht hingeguckt hast, aber hat er das Richtige aufgeschrieben? Was glaubst du? Es ist so mies, du hast mir gerade eben noch gesagt, ich bin so schlecht im Bluffen. Und jetzt glaube ich, dass das genau die Fährte ist, auf die du mich schicken willst. Das stimmt, ich bin wirklich schlecht im Bluffen, sonst. Aber heute nicht. Es ist das Finale. Hier hilft keiner. Gott im Himmel. Ja. Nee, ich lasse die Finger davon. Möchtest du es nicht machen? Sehr gut.
Jucke setzt keine Münze und Svenrik zieht nach und damit steht es 2-2. Richtige Antwort. Wildberry Lilly hatte vielleicht auch Svenrik. In welcher deutschen Stadt steht die angeblich zweithöchste Porträtbüste der Welt, der sogenannte Nischel? Ich muss mal kurz gucken, was mein Vater sagt. Nischel. Wie schreibt man das? N-I-S-C-H-E-L. I-S-C-H-E-L. Ah, da steht's ja auch. Zweithöchste Porträtbüste der Welt. Puh. Nischel. Das weiß Joko auch nicht. Ich glaube, das wissen sie beide nicht. So, wir machen jetzt mal was Verrücktes. Auch für Sie zu Hause ist es mal so, wie für uns immer im Studio. Sie können nicht sehen, was Svenrik aufgeschrieben hat. Dafür aber mal mitraten. Was denken Sie? Hat er die richtige Antwort oder nicht? Ist gleich viel spannender, ne? Okay. Beide haben was aufgeschrieben. Joko, versuchst du immer noch, obwohl wir hier aufgebaut haben, ich habe keine andere Wahl. Was er geschrieben hat? Es ist wirklich... Was soll man tun? Also, warte. Wollen wir loslegen? Wir wollen loslegen, definitiv. Zu Beginn meiner Karriere habe ich nicht vor der Kamera, sondern hinter der Kamera gearbeitet. Bei einem Projekt für MTV, wo ich quasi verantwortlich war, durfte ich das Sportfreunde Stiller Diary, ein Tagebuch deren Tour, machen. Und wir sind durch sämtliche Städte im Osten getourt. Und unter anderem, das werde ich nie vergessen, Flo, der Drummer, ganz liebe Grüße an dieser Stelle, hat im Interview so ganz witzig den Namen der Stadt gesagt, in der wir waren, wo wir natürlich auch Stadtbilder gedreht haben. Und es war, er hat Chemnitz gesagt, weil er gesagt, heute sind wir in, kann man sich im Internet angucken, dann dreht er den Tourpass rum und sagt, Chemnitz. Chemnitz? Ich habe jetzt Chemnitz aufgeschrieben. Chemnitz. Nicht Chemnitz, Chemnitz. Chemnitz hat Joko aufgeschrieben. Und die Antwort Chemnitz, die ist richtig. Da steht sie wohl. Es... Vielleicht das noch kurz vorweg. Es ist der Kopf von Karl Marx. Okay, ich war mir unsicher, aber... 7,10 Meter hoch, 40 Tonnen schwer, noch größer geht's nur in Russland, in Ulan-Ude. Da steht der Kopf von Lenin, 7,70 Meter hoch und 42 Tonnen schwer. Das noch so für die Allgemeinbildung. Dann sind schon Dinge passiert, während ich das gesagt habe. Du hast die Münze gesetzt, weil du dir sicher bist, dass er es nicht weiß. Oder Das Gute bei Chemnitz ist, es ist TZ. Man muss einen Strich machen, es sei denn, du schreibst das Z ohne Strich. Das wäre sehr verhängnisvoll für mich. Und du hast nicht nochmal abgesetzt, um den Strich zu setzen. Vielleicht soll ich auch aufhören, all das zu erzählen, weil wenn irgendwann nochmal jemand hier steht, wird er gegen mich anders spielen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du, was auch immer du geschrieben hast, es endet nicht auf TZ. Okay, was ist deine Antwort? Man fährt, wenn man, ich komme ja aus Hannover ursprünglich. Nein, bitte nicht. Auf dem Weg nach München ja manchmal, also nicht direkt durch den Osten, aber manchmal fährst du an Chemnitz vorbei. Ja. Das liegt nicht in der Nähe von Porta Westfalica, was ich aufgeschrieben habe. Oh! Yes! Oh Gott. Das war auch eine schöne Geschichte von Svenrik. Mir ist richtig schlecht. Also ja. Kaiser Wilhelm, denk mal. Ich dachte, vielleicht ist das auch ein bisschen, stimmt, ein bisschen groß oder sowas. Ja. Ja. Sehr gut. Joko, du kannst dich quasi wieder entschlechten und die Münze zurücknehmen. Du hast immer noch 3 Münzen. Alles ist gut. Wahnsinn. Schön. Laut Forbes-Liste gehörte Sofia Vergara in den vergangenen Jahren zu den bestbezahltesten Schauspielerinnen der Welt. Aus welcher Serie, die bis 2020 lief, kennt man sie bei uns vor allem? Das ist die Frage. Die ist ja lange, deswegen fange ich einfach nochmal von vorne an. Laut Forbes-Liste gehörte Sofia Vergara in den vergangenen Jahren zu den bestbezahlten Schauspielerinnen der Welt. Aus welcher Serie, die bis 2020 lief, kennt man sie hier bei uns vor allem? Das ist die Frage und ich brauche einen Namen. Also, den Namen der Serie. Schon, du brauchst ein Jahr. 2020. Ja, fast. Sie lief bis
2020. Ist noch nicht so lange her. Also die gibt's nicht mehr. Die läuft nicht mehr, die Serie. Nee, läuft hier nicht mehr. Ich muss ein bisschen Sekt trinken. Jetzt hier vorher schon. Kannst die ganze Flasche austrinken. Später. Ich fahre heute noch. Dieser Überbau da, der muss wieder weg. Nächstes Mal sägen während des Finales oder so. Während ihr was aufschreibt. Ich hätte Zeit. Sven-Rick hat aufgeschrieben. Joko, du hast auch schon aufgeschrieben. Joko, was ist deine Antwort? Wie heißt die Serie, die wir suchen? Das ist die, wo Al Bundy mitspielt, ne? Also der, ja? Wer hat gerade ja gesagt? Ich habe es ja eh aufgeschrieben. Wer hat ja gesagt? Ist das die? Modern Family? Modern ja? Family ist deine Antwort? Das ja? hast du aufgeschrieben? Ich gehe davon aus, dass es Modern Family ist, wenn ich den Namen jetzt nicht ganz... Aber du hast ja gerade schon gesagt, es ist so, Modern Family. Es ist so, Modern Family. Punkt für Joko. Gloria Delgado Pritchett hat sie gespielt. Und glaubst du, es lohnt sich, eine Münze zu setzen, weil er vielleicht das Falsche aufgeschrieben hat? Nee, wie steht's? Es steht 4-2. Du brauchst nicht mehr so viele Punkte, um hier nächste Woche zu moderieren. Bei 5 Punkten ist die Show wieder deine. Und du hast noch 3 Münzen. Aber du musst sie nicht setzen. Al Bundy kenne ich. Es ist nicht so, dass man das nicht wissen kann. Das stimmt. Ich weiß es nicht. Es ist total irrelevant, aber wenn es jetzt gleich so in... Das war lustig, oder? Das Fanny kann ja eigentlich cool sein, ist jetzt. Du musst dich leider entscheiden, für irgendetwas Münze setzen oder keine Münze setzen. Aber irgendwas muss passieren. Ich muss es ja nicht, das ist mir alles zu heiß gerade noch, weil ich habe das Gefühl, ich könnte die gleich brauchen, wenn ich ein bisschen weiter weghalten will, weil jetzt kommst du auf 4-3, du bist immer noch, ich müsste selber einen falsch machen, damit wir gleich auf sind und dann kann ich die 3 Münzen noch besser gebrauchen. Aber gleichzeitig denke ich mir, wenn ich ihn jetzt noch einen Punkt weiter hinten halten kann, dann ist es Gold wert, weil dann habe ich eine Runde entspannter. Aber das hat einfach ganz krass viel damit zu tun, was kommt und das kann man leider nicht vorhersehen. Nee, das kannst du nicht. Deswegen... Du hast es selber ja schon alles erlebt auf der anderen Seite. Man lag auch schon 4-1 vorne und hat am Ende hat trotzdem verloren. Nicht gewonnen. Es gibt kein richtig und kein falsch. Nee, die brauche ich noch. Weiter. Sven-Rick hat einen Punkt. Er hat die richtige Antwort. Modern Family. Danke. Okay. Welcher Nummer-1-Hit aus dem Jahr 2012 beginnt mit der Textzeile 30 Grad, ich kühl meinen Kopf? Welcher Nummer-1-Hit aus dem Jahr 2012 beginnt mit folgender Textzeile 30 Grad, ich kühl meinen Kopf? Das ist die Frage, die eventuell darüber entscheidet, ob Joko sich die Show heute zurückholt. Es steht 4-3 und Joko braucht noch einen Punkt. Das heißt, es wäre gut, er hätte die richtige Antwort. Hast du jetzt Angst, Sven-Rick? Naja, der hat die realistische Chance. Sieht so aus wie... Hast du schon aufgeschrieben? Nee, ich singe gerade noch die zweite Strophe. Das ganze Lied einmal ja. durch, ja. 30 Grad. Ich hör's, ja. Joko, du hast schon? Okay. Geht's dir besser? Darf ich so viel fragen? Ist dir noch schlecht oder geht's? Okay, Joko wirkt sehr siegesgewiss. Joko, wenn du jetzt da das Richtige stehen hast, dann bedeutet es, dann hast du deine Show zurück. Ja? Okay. Bist du bereit? 30 Grad, ich kühl mein Kopf am Fensterglas, such den Zeitlupenknopf, wir reden immer schneller.
feiern zu hart. Nee, wir leben immer schneller. Vollkommen egal. Lila Wolken Materia! Herzlichen Glückwunsch! Man kann das vielleicht nicht nachvollziehen, warum ich mal so auslasse. Aber diese Show bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich hätte es dir von Herzen gegönnt. Du warst ein unfassbar, das meine ich ganz ehrlich, unfassbar toller Kandidat und ein wahnsinnig toller Mensch, der Teil des Teams hier geworden ist in der Zeit. Vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön. Sven Rick, danke, dass Sie eingeschaltet haben. Nächste Woche moderiere ich das hier. Machen Sie auch was gefasst. Ich hab's so Bock. Ich bin fertig. Danke an deine Eltern! Danke an deine Eltern!